Süßigkeiten, Chips und Getränke gehören bei Ihrem Kinobesuch wahrscheinlich auch immer dazu. Aber ganz ehrlich, im Supermarkt nebenan, da gibt es die Sachen doch viel, viel billiger als im Kino selbst. Darf ich mir die also einfach mitbringen oder ist das verboten? Was glauben Sie? Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um den Kinobesuch in unserer Rubrik Darf man das? Film ab. Ein Kind in einen Horrorfilm mitnehmen, mitgebrachtes im Kino verputzen. Prost. Ihn mitbringen? So, viel Spaß. Oder Tickets mit saftigem Aufschlag weiterverkaufen? In unserer Rubrik Darf man das? Rätseln Galileo-Reporter Haro und Kinobesucher über die richtige Antwort. Situation Nummer 1. Was gibt es Schöneres als einen Kinotag mit Opa? Wäre da nicht die Altersbeschränkung? Die FSK, sprich die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, stuft Filme in 5 verschiedene Kategorien an. Ohne Altersbeschränkung freigegeben ab 6 Jahren. Und ab 12 und 16 und 18 Jahren freigegeben. Und daran müssen sich die Filmverführer leider streng halten. Das ist mein Enkel und ich bin der Erziehungsberechtigte. Da können wir leider nichts machen. Tut mir leid. Stimmt das? Darf man nicht in einen Film ab 16 Jahren, wenn man jünger ist? Was denkst du? Ich glaube, es ist in Ordnung, wenn wirklich die Eltern dabei sind. Ich kann mich erinnern, als ich so 5 oder 6 war, dass ich mit meinen Eltern in Filme gegangen bin, die eigentlich ab 12 waren. Und warum sollte das nicht auch bis 18 quasi machbar sein? Stimmt, so der Exorzist und so hast du dir damals angeschaut. Das jetzt nicht, aber ich kann es mir eigentlich schon vorstellen, wenn die Eltern dabei sind. Ich meine, das sind die Erziehungsberechtigten. Aber es ist ja auch so, dass wenn man unter 18 ist, kann man ja mit einem Mamizettel auch feiern gehen. Also könnte es schon sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, da tappe ich wirklich im Dunkeln. In unserem Fall lautet die klare Antwort nein. Auch mit einem Erziehungsberechtigten dürfen Kinder keine Filme ab 16 oder 18 Jahren sehen. Anders sieht es bei Filmen mit einer Freigabe ab 12 Jahren aus. Die dürfen alle ab 6 in Begleitung eines Erwachsenen. Weiter geht's mit Situation Nummer 2. Wir lieben Kino. 2016 wurden 117 Millionen Tickets verkauft. Aber wir lieben auch Hunde. Und deshalb wollen sich der Idefix und ich heute einen schönen Film anschauen, ne? Und da wollen wir den Kunden samt Vierbeiner natürlich nicht im Wege stehen. Bitte schön. Hallo, einmal Erwachsener und einmal Hund für die 17 Uhr Vorstellung, bitte. Ja, ein Erwachsener 8 Euro und ein Hund 4 Euro. So, viel Spaß. Das freut uns aber, dankeschön. Wie, jetzt stimmt das wirklich? Darf mein Hund mit ins Kino nehmen? Ich habe noch gar keinen Hund im Kino gesehen. Ich auch noch nie. Ja. Also ich könnte mir jetzt eventuell vorstellen, dass man vielleicht so kleine Hunde mit reinnehmen darf, die jetzt nicht unter Kampfhunde oder sowas fallen. Du meinst Ratten? Ratten, Fußhupen zum Beispiel. Dass es da eventuell die Regelung gibt, aber ich glaube eher nicht. Die Titanic geht unter, Leo liegt auf seinem Brett. Genau, und dann irgendwie so ein kleiner Mops furzt einen in den Kino. Nee, oder? Nee. Sind wir uns einig? Geht gar nicht. Wir haben mit den größten deutschen Kinobetreibern gesprochen. Bei keinem sind Hunde erlaubt. Nur in absoluten Ausnahmefällen dürfen Hunde mitgenommen werden. Zum Beispiel, wenn es sich um Assistenzhunde handelt, die speziell ausgebildet sind, Menschen mit einer Behinderung oder einer Krankheit zu helfen. Situation Nummer 3. Nicht jeder kann oder will die Preise für Snacks und Getränke im Kino bezahlen. Doch darf man sich einfach selbst versorgen? Na klaro, darf man Essen mitbringen. Hey, spucken Sie sofort das panierte Fischquader wieder aus. Es ist verboten, eigene Lebensmittel mitzubringen. Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Mir wurscht. Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist strengstens untersagt. Stimmt. Steht sogar in der Hausordnung der Kinos. Echt jetzt? Darf man wirklich kein Essen mit ins Kino nehmen? Also solange es die anderen nicht stört, denke ich mal, also keine irgendwelche krassen Gerüchte, denke ich, ist schon okay. Aber ich habe schon selber was mitgebracht, aber nur Süßes. Ich habe auch immer was mitgenommen. Ich war mir nur nicht sicher, ob ich das auch darf. Pass auf, machen wir das mal folgendermaßen. Ich habe hier nämlich 3 Antwortoptionen. Okay. Stimmt das? Kaufen Sie mindestens ein Produkt aus dem Kinoshop? Und dann hat der Kinobetreiber auch kein Problem damit, wenn Sie etwas Eigenes zum Futtern oder zum Snacken mitbringen. Oder stimmt Nummer 2? Das Mitbringen von Speisen jeglicher Art ist verboten. Getränke aber dürfen mitgebracht werden. Prost! Oder Nummer 3. Sie dürfen gar nichts mitbringen. Alles, was im Kinosaal verzehrt wird, muss im Kino gekauft werden. So,
was ich ganz charmant finde, ist, wenn man sozusagen, okay, man kauft ein bisschen was und hat dann vielleicht trotzdem noch was dabei. Dann hat man dem Kino was Gutes getan. Ich glaube, die erste Option ist schon am besten. Also du holst dir da ein bisschen was und bringst selber was mit. Die Antwort, sie dürfen nichts. Nichts essen und auch nichts trinken, solange die Speisen oder Getränke nicht aus dem Verkauf des Kinos kommen. So steht es in fast allen Hausordnungen der Betreiber, die gleichzeitig auch Gastronome sind. Nur so lassen sich die Kinos überhaupt rentabel führen. Das Kino darf auf Verdacht auch Taschen kontrollieren und ihnen den Zutritt verwehren. Also, Lebensmittel zu Hause lassen und sich ab und zu ein kaltes Getränk und frisches Popcorn vor Ort gönnen. Ein ganz normaler Kinotag mit Freunden. Und der Film ist echt unterhaltsam. Das sollen auch meine 15.000 Follower sehen. Hey, man darf die Leinwand nicht fotografieren? Darf man doch. Ist doch Werbung für den Film. Alter, dafür geht man in den Knast. Ach Quatsch, klar darf man das. Nein, darf man nicht. Über 4.800 Kinoleinwände stehen in Deutschland. Da ist ein Selfie kein Problem, oder? Stimmt das? Darf man wirklich keine Bilder von der Leinwand machen und online stellen? Also ich glaube, wenn der Film an sich selbst läuft, ist es, glaube ich, verboten wegen dem Recht am Film. Ich bin zum Beispiel komplett anderer Meinung. Ja, weil das ist ja zum Beispiel nur eine Momentaufnahme. Und du siehst ja nicht wirklich den Film. Das heißt, wenn ich jetzt kurz ein Selfie mache und dann ist halt irgendwie zum Beispiel der Tor gerade im Hintergrund, dann sehen die anderen ja nicht, dass ich gerade den Film irgendwie irgendwas eine Szene mitschneide. Das ist ja nur kurz eine Momentaufnahme. Die Antwort? Jegliches Filmen oder Abfotografieren ist verboten. Das wäre ein Verstoß gegen die Urheberrechte des Filmverleihs. Hey! Sofort raus! Wer erwischt wird, muss einen Haufen Asche zahlen oder sogar hinter schwedische Gardinen. Das Kino kann auch Hausverbot erteilen. Auch wenn sie die Fotos nur auf ihren privaten Profilen teilen, handeln sie gegen das Gesetz. Heute ist der Tag, auf den viele Fans sehnsüchtig gewartet haben. Die Premiere des neuen Star Wars-Streifens. Und wie immer waren die Karten ruckzuck ausverkauft. Bei steigender Nachfrage und sinkendem Angebot. Steigt der Preis auf dem sogenannten Schwarzmarkt. Also pro Ticket 50 Euro. Das ist Wucher. Und verboten. Stimmt das? Darf man als Privatperson die Tickets nicht teurer weiterverkaufen? Darf man das denn offiziell? Ist das möglich? Ich glaube irgendwie nicht. Weil wenn man, also ich glaube bei Festivals und Konzerten darf man das ja auch nicht. Soweit ich weiß. Ja, bist du dir da sicher, dass man das nicht darf? Also so ganz sicher bin ich. Pass auf, mir geht's ähnlich. Aber wir haben in dem Fall, juhu, drei Antwortmöglichkeiten. Wollen wir uns das mal anschauen? Ja. Beziehungsweise drei Optionen. Mhm. Nummer 1. Sie haben die Tickets gekauft. Und Sie können die Tickets so teuer verkaufen, wie Sie möchten. Man muss sie ja nicht kaufen. 150 Euro. Was sagt sie jetzt? Oder Nummer 2. Tickets dürfen weiterverkauft werden. Aber du darfst nicht mehr als 20% draufschlagen. Reich wird hier also keiner. Oder ist Nummer 3 wahr? Nichts da. Weiterverkaufen von Tickets ist strengstens verboten. Wenn mehr als der Kaufpreis verlangt wird. Ja, ich bin mir jetzt eigentlich relativ sicher nach den drei Antwortmöglichkeiten. Also, ich weiß es nicht. Also auf der einen Seite gibt es so eine Wunschvorstellung, wo man sagt, okay, 20% Aufschlag, man kann ein bisschen was verdienen, das ist völlig in Ordnung. Aber wie will man das irgendwie paragraphenmäßig festsetzen? Das klingt nicht nach einem Gesetz und ich glaube, das ist schon geregelt. Also glaube ich ganz ehrlich, dass das Ganze nicht erlaubt ist, so wie du es gesagt hast. Ja, das denke ich auch. Doch, das darf man. Sie können Tickets mit Aufpreis verkaufen, egal wie hoch der ist. Sofern Sie eine Privatperson sind. Zu oft sollten Sie das aber nicht machen, da Sie das Finanzamt sonst als gewerblicher Verkäufer sieht. Bundesliga-Vereine wollen nicht, dass sie Tickets weiterverkaufen. Das steht in ihren AGB. Wenn es aber hart auf hart kommt, sind die Klauseln vor Gericht für Sie als Privatperson unwirksam. Die Richtlinien im Kino sind doch gar nicht so schwer. Wenn man weiß, was man darf und was nicht. Zur Not können Sie natürlich auch das Personal fragen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrem nächsten Kinoabend.